Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auf das Allerherzlichste hier heute begrüßen. Ganz besonders möchte ich natürlich begrüßen unsere Frau Minister, Diplom-Ingenieur Maria Patek. Vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Energie ist in Ihrem Unternehmen, hätte ich fast gesagt, in Ihrem Ministerium ja ganz oben angeschrieben. Wir wissen das auch sehr zu schätzen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Genauso herzlich begrüße ich Frau Diplom-Ingenieur Rodula Trifonidou. Sie ist Ministerialrätin, Leiterin des Referats Energieforschung, Grundsatzfragen und Strategie im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aus Deutschland. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, zu einem höchst spannenden Abend mit einer höchst spannenden auch Zusammensetzung dann der Diskutanten. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich, Sie auch herzlich nochmals begrüßen zu dürfen. Frau Diplom-Ingenieur Elisabeth Spitzenberger, sie ist Leiterin des technischen Managements in der Energie AG Oberösterreich und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Forschung und Innovation von und in Österreichs Energie. Und ein herzliches Willkommen geht auch an Herrn Magister Florian Frauscher, den Sektionschef und Sektionsleiter im Wirtschaftsstandort Innovation und Internationalisierung, auch im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Gerade in diesen Zeiten ist es auch ein besonders schönes Zeichen, wenn in der politischen Diskussion auch Vertreter politischer Parteien bei uns sind. Und ich freue mich und heiße sehr herzlich willkommen die Energiesprecherin der ÖVP, Tanja Graf. Und mit ihr den Energiesprecher der SPÖ, Alois Schroll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehen Sie uns herzlichst willkommen zu einem Thema, das uns alle unglaublich beschäftigt. Es ist die Energie generell, es ist aber die Innovation. Innovationen im Energiesystem der Zukunft des 21. Jahrhunderts. Nie hat Energie, glaube ich, so eine zentrale Rolle gespielt. Nie hat Energie so eine wichtige Bedeutung gehabt wie derzeit. Warum? Weil speziell Strom eigentlich der Enabler ist für die Energiewende, für die Klimawende. Insofern ist es das Mittel zum Zweck, nämlich der Zweck ist, und das ist auch das Ziel, die Klimaziele zu erreichen. Und die Klimaziele definieren sich ja immer letztlich an der zeitlichen Variante bis ins Jahr 2050 auf möglichst weitgehend, nämlich 95-100% dekarbonisiert zu gehen. Und da kommen wir als Energiebranche, als Strombranche sehr stark ins Spiel, weil wir uns ja auch als klare Enabler sehen für die Ermöglichung 100% erneuerbaren Strom bis 2030, Ziel in der Mission 2030 zu bewirken, zu erfüllen und gleichzeitig aber auch die Möglichkeiten zu schaffen, über Innovationen eben Klimaschutz zu verwirklichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir bis 2030 diese 100% schaffen wollen, heißt das, dass wir einen Zubau von 30 Terawattstunden haben. Heißt, dass wir 6 bis 8 Terawattstunden aus Wasser und etwa 11 bis 13 aus Photovoltaik und aus Wind brauchen. Unglaublich ambitioniertes Ziel. Alle 2 Minuten braucht es dafür eine Photovoltaikanlage, alle 2 Tage eine Windkraftanlage, jedes zweite Jahr ein Wasserkraft in der Größe von Freudenau. Unglaublich ambitioniert, aber wichtig für den Klimaschutz. Wie können wir das schaffen? Erstens durch unsere eigenen Anstrengungen in dem Bau von Kraftwerken, von Netzen, von Speichern, aber auch durch Innovation. Innovation ist der Schlüssel auch, um das zu erreichen, ist der Schlüssel damit für Klimaschutz und Klimaziele. Zweiter Punkt, wenn wir das schaffen, durch Innovation auch, werden wir, wenn wir 100% Erneuerbare haben, alleine im Bereich der Gebäudethematik etwa in Summe 7,5 Millionen Tonnen einsparen, CO2.
Etwa 1,5 Millionen würden wir schaffen, wenn jeder dritte Pkw auf Österreichs Straße im Jahr 2030 elektrisch unterwegs ist, batteriebetrieben. Und weitere 160.000 würden wir zusammenbringen, wenn wir Öl gegen zum Beispiel Wärmepumpen ersetzen können. 9,2 Millionen Tonnen CO2-Einsparung im Jahr 2030. Das ist eine unglaubliche Ansage. Ermöglichen kann uns das, soll uns das auch die Innovationsstärke und Kraft unserer Unternehmen. Um da weiterzugehen, um da auch weiterhin stark zu sein, brauchen wir aber auch nach wie vor die Unterstützung. Einerseits die Unterstützung aller, das heißt nicht nur der Politik, nicht nur der Energiewirtschaft, sondern vor allen Dingen auch der Bevölkerung. Jeder hat daran seinen Anteil, jeder muss dazu beitragen. Kein Thema. Aber zweitens, natürlich braucht es auch nochmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die behördlichen Rahmenbedingungen. Und daher fordern wir im Sinne von, wir mahnen es ein, im Sinne von, wir ersuchen eine Forschungsmilliarde, die es uns ermöglicht, hier auch weiterhin in die Forschung und in die Entwicklung zu investieren. Österreichs Energie macht heute mit den jeweiligen Mitgliedsunternehmen knapp 25 Millionen alleine in der Energieforschung. Etwa 125 Millionen ist Energieforschung im öffentlichen Bereich. Erster Punkt, also Forschungsmilliarde. Zweiter Punkt, wir brauchen auch ein One-Stop-Shop-Verfahren bei diesen Abwicklungen der Förderthematiken, der Innovationsthematiken. Drittens, wir brauchen Leuchtturmprojekte in den Innovationen, um auch klar zu zeigen, was wir können und wie wir das umsetzen können. Und das alles ist ein Beitrag, um die Klimaziele zu erreichen. Innovation ist daher der Schlüssel auch für eine Energiewende. Was alles noch dazu möglich ist und was alles noch dazu beitragen kann, darauf sind wir heute sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns am Podium sind und dass Sie bei uns vor dem Podium sind.